Mein Name ist Wolfgang Krüger, so wie es hier dran steht. Genau, ich arbeite bei der B1 Systems GmbH als Trainer. Wir haben hier auch einen kleinen Stand, wer uns vielleicht schon mal gesehen hat. Da ein bisschen unter der Treppe, sehr muckelig da. Und ich erzähle natürlich gleich noch mal ein bisschen was über die Firma und über mich. Vorweg vielleicht, ich bin ja hier im Norden von Deutschland, ich komme aus Berlin. Ja, hört man irgendwie. Und das ist auch gut so, wie man so schön sagt. Genau. Ich möchte hier in einer kleinen Stunde etwas über das Projekt Linux from Scratch erzählen. Und es ist eigentlich gedacht als Erfahrungsbericht. Die Beweggründe dafür sind so unterschiedlich, dass ich es verfasse oder dass ich das hier verfasst habe und starte. Und ich werde darauf eingehen, dass man sagt, ja, warum eigentlich und für wen ist es gut. Der Vortrag richtet sich eigentlich eher ein bisschen an Teilnehmer, die ja verhältnismäßig neu im Linux sind. Ja, dem Kernel-Programmierer, den werde ich wahrscheinlich nicht sehr viel Neues erzählen können. Oder dem Softwareentwickler auf Linux oder so. Aber wer verhältnismäßig neu ist, wird vielleicht einige Dinge hier erfahren und aufschnappen können. Es geht wirklich nur um Erfahrungen. Wir werden keine großartigen technischen Hintergründe machen und da tief ins Detail gehen, sondern einfach nur mal sehen, was passiert, ja, wenn man sich mit Linux from Scratch auseinandersetzt. Ja, wir sind natürlich hier als Firma vertreten, deshalb eine kleine Vorstellung. Ich will da nicht ganz so viel Zeit verwenden. Wir sind mittlerweile seit 20 Jahren im Geschäft. 2004, wir haben tatsächlich dieses Jahr 20-jähriges Firmenjubiläum. Wir sind ein Dienstleister in oder zu Linux- und Open-Source-Themen. Linux spielt eine sehr zentrale Rolle, aber auch alles andere, was mit Open-Source zu tun hat, es kommt bei uns vor. Wir sind immer noch um die 150 Mitarbeiter, ja, ein bisschen im Wachsen begriffen, aber das Wachsen geht im Moment nicht so schnell, wie wir es eigentlich wollen. Wir sind unabhängig von irgendwelchen Software- und Hardwareherstellern, Open Source, da ist das so. Und wir machen sehr viele Dinge. Ja? Also wir bieten Support und Consulting an, wir haben eine Entwicklung, ich selbst, hier wird nachher, also wir bieten auch diverse Trainings an, ich selbst arbeite hauptsächlich als Trainer. Vertreten sind wir deutschlandweit in Berlin oder Rockholding, das ist eigentlich unser Hauptsitz, dann Berlin, Köln, Dresden, Jena. Und ansonsten arbeiten wir eigentlich deutschlandweit, dezentral, meistens im Homeoffice oder vor Ort beim Kunden. Genau, hier nochmal ein kleiner Überblick über unser Leistungsspektrum. Also wie gesagt, eigentlich alles, was irgendwo mit Open Source zu tun hat, kommt bei uns in irgendeiner Art und Weise vor. Genau. Ja, eine kleine Vorstellung von mir, ja, die steht hier im Weg, das ist klar. Eine kleine Vorstellung von mir, ich bin seit 2000 etwa als freiberuflicher Trainer tätig gewesen. Linux-Themen, Webentwicklung, objektorientierte Programmierung war so mein Spektrum. Mittlerweile bin ich seit über 3 Jahren bei der Firma B1 Systems als festangestellter Mitarbeiter tätig und arbeite dann aufgrund meiner Vergangenheit, sag mal, die verfolgt mich ein bisschen immer noch hauptsächlich als Trainer. Normalerweise ist es bei der B1 ein kleines bisschen ausgeglichener, sodass die Kollegen in mehreren dieser Sparten arbeiten. Bei mir ist es, naja, fast ausschließlich, dass ich Trainings mache. Okay, mein Status. Und zwar mein Status in Bezug auf Linux from Scratch. Also ich bin da weder an dem Projekt beteiligt, noch habe ich irgendwelche Aktien oder schreibe da Dokumentation oder bin da irgendwo drin. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Anwender. Ich hoffe, dass ich normal bin oder eigentlich spielt es auch keine Rolle mehr. Das heißt, ich habe mir gesagt, ja, Linux from Scratch kenne ich und ich will es einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Ich kenne es eigentlich, solange ich Linux mache. Das ist mittlerweile eben auch schon seit über 30 Jahren. Mitte der 90er hat man damit irgendwann mal angefangen. Und seitdem ist eigentlich so dieses Projekt immer, dass man sagt, oh, wäre schön, wenn man es mal macht, aber es gibt Hinderungsgründe. Ja? Man sagt dann, ne, man verschiebt es und ja, was alles so passiert. Und tatsächlich war einer der Beweggründe, der funktioniert da nicht, dass ich gesagt habe, gut, okay, ich will es jetzt einfach mal machen. Und zwar einfach, um da Erfahrung zu sammeln für mich selbst, zu sehen, wie läuft dieses Projekt, was passiert und um das dann auch weiterzugeben. Ne?
Ich habe ganz firmenintern diesen Vortrag schon mal gehalten und gesagt, ich erzähle euch mal, was mir passiert ist und wie es so aussieht, wenn man Linux von Scratch macht. Ja, also deshalb auch, man kann von mir wahrscheinlich keine tiefgreifenden, hintergründige Informationen über dieses Projekt erwarten, sondern ich sehe das aus der Seite des Anwenders. Okay. Gut. Ein kleiner Exkurs. Thema Linux, freie Software. Das ist dem der Tatsache geschuldet, dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, wir machen hier einen Vortrag für Linux-Einsteiger. Und dann wird da mal ein bisschen mystifiziert, was ist Linux und was ist GNU und was ist Open Source und was da so passiert. Und der Hintergrund ist natürlich, dass so Anfang der 80er Jahre eine Entwicklung losging, dass man gesagt hat, wir wollen erstmal Open Source Software schreiben in irgendeiner Art und Weise. Die erste Idee war, ein Betriebssystem zu haben, was quelloffen zur Verfügung steht und was man benutzen kann und eigentlich erstmal auch nutzen kann, ohne irgendwelche Verträge einzugehen. Ja. Genau, gegründet durch Richard Stallman 1983, gibt es ein kleines Akronym oder rekursives Akronym, GNU is not Unix. Ja, der kleine Trick ist, eben GNU ist Bestandteil der Erklärung, ja, also GNU ist die Abkürzung und GNU ist auch wieder Bestandteil dieses Namens. Das ist so eine kleine Spielerei, ja, weil Linux hat ein bisschen was mit Playful Cleverness zu tun, sagt man. Wir spielen da ein bisschen mit Begriffen. Genau, und dann hat man Richard Stallman hat es ins Leben gerufen und hat gesagt, ja, wir arbeiten mal daran, wir möchten ein Betriebssystem haben, was so ähnlich wie Unix ist, aber eben frei ist und wir brauchen da eine ganze Menge Werkzeuge für die Verwaltung des Systems, ja, einfach, dass ich auch einen Kommandointerpreter habe. Ich muss natürlich Programme erstellen können, brauche einen Compiler und haufenweise andere Dinge. Warum erzähle ich das hier an der Stelle? Naja, man kann natürlich heutzutage eine Linux-Distribution verwenden und sagen, ich verwende Debian oder ein Red Hat oder SUSE oder was auch immer, je nach Intention. Und dann kann man sich natürlich sehr viel dieser Arbeit sparen, die wir gleich machen. Wird für mich erledigt, vorgefertigt. Und genau das ist der Hintergrund. Ja? Wir haben eben eine freie Software, der Quellcode steht zur Verfügung, Open Source. Und man sagt, du kannst diesen Quellcode benutzen, für was immer du willst. Und der Einfachheit halber, und weil man es nicht von jedem verlangen kann, kann ich natürlich eine Distribution benutzen, aber niemand zwingt mich dazu. Es ist ein freies System. Ich kann entscheiden, was ich wie, warum installiere und was ich nicht installiere und wie ich es installiere. Und dann kommt man natürlich dahin, dass man sagt, alles klar, dann muss ich an die Quelltexte, muss mir die besorgen, muss die übersetzen und kann dann ein eigenes Betriebssystem kreieren nach meinem Gutdünken. Ja, so das ist diese kleine Schleife, die ich schlagen möchte an der Stelle. Letztendlich ist es natürlich so, auch wenn ich eine Debian-Distribution benutze, irgendjemand muss diesen Quelltext mal übersetzt haben. Ja, wir sind beim Thema Urknall. Also da geht's los und das heißt, das ist der Punkt, wo man bei Linux from scratch dann auch einhaken kann und sagen kann, ich guck mal, besorgt mir die Quellcodes, kompiliere die selbst, übersetze die selbst und stelle mir mein eigenes Linux zusammen. Ja, einfach übersetzt, Linux von Grund auf, ja, oder von Anfang an. Und der Punkt ist einfach, dass man sagt, ja, du könntest dir die ganzen Werkzeuge natürlich selbst zusammensuchen im Internet. Dann müsstest du aber dafür sorgen, dass die Versionen stimmen, dass die einzelnen Konfigurationen abgeglichen sind und dass die Werkzeuge miteinander funktionieren. Wir haben das zwar nicht für dich getan, aber wir von Linux from Scratch haben dir eine Anleitung zur Verfügung gestellt, wie ja, eine Bauanleitung, die du abarbeiten kannst und du wirst am Ende ein Linux-System haben, was funktioniert. Ja. Achso, übrigens, wenn es irgendwelche Fragen gibt, na, immer raus damit. Gibt es dafür Kunden, die also ein bisschen paranoid sind und sagen, könnte ja sein, dass in den kommerziellen Distributionen irgendwas eingeschrieben wurde? Ja. Das ist ein Beweggrund, ja, Linux vom Scratch zu machen.
Ah ja, entschuldige bitte. Also die Frage kam, ob es Kunden gibt, respektive natürlich auch Anwender, die aus Sicherheitsgründen Linux von Scratch betreiben, weil man natürlich ein gewisses Misstrauen haben kann gegenüber Distributionen, Softwareanbietern und die mir irgendwas anbieten. Ja, und definitiv, das könnte ein Beweggrund sein. Ja, und das ist es auch für einige. Genau, da sind wir nämlich dabei. Warum machen wir LFS? Kommt direkt auf der nächsten Folie. Hier unten steht der Punkt, ja, ein Plus an Sicherheit. So, unter Linux und Open Source gibt es diesen Sicherheitsaspekt, dass man zum Beispiel sagt, was nicht installiert ist, kann eben auch nicht angegriffen werden. Ne? Und wenn ich eine Debian-Distribution nehme, dann werde ich mehrere hundert Softwarepakete installieren, die ich für meine Anwendung vielleicht gar nicht brauche. Ne? Und natürlich eben auch, ich sehe die Quelltexte, ich weiß genau, was ich einbaue und kann es prüfen. Ich kann auch sehr schnell auf eine Sicherheitslücke reagieren, ja, weil diese Projekte eigentlich so eine Sicherheitslücken ausräumen, ja, und dann sagen, okay, es steht dann auch in der nächsten Version zur Verfügung. Bis so eine neue Version von dem Projekt aber in irgendeiner Distribution landet, kann das manchmal kritische Zeit dauern. Ja, wir hatten jetzt gerade den Fall, dass es da eine Sicherheitslücke gab und einfach die Distribution nicht so schnell hinbekommen hat, diesen Fehler zu beheben und zu patchen. Ja. Ja, also ist dieser kleine Plus an Sicherheit, das beantwortet die Frage, denke ich. Ja, genau, super, freue ich mich. Ja, genau. Macht es mir auch ein bisschen leichter. Ist übrigens auch eine Premiere für mich, dass ich in so einem Rahmen Vortrag halte und mit Video aufgenommen werde. Ja, aber ein Beweggrund ist natürlich auch, dass man sagt, ich kann Erfahrungen sammeln und lernen, wie Linux eigentlich funktioniert. Ja, was steckt hinter Open Source? Welche Werkzeuge brauche ich, damit ich ein Linux an den Start bekomme? Was tun die einzelnen Werkzeuge? Wie kann ich die konfigurieren? Wie startet mein Betriebssystem? Und all diese Dinge. Ja, richtet sich dann, also dieser Punkt richtet sich eigentlich dann eher an die Neulinge, ja, die dann sagen, naja, okay, ich weiß ein bisschen was über Linux. Aber was ist das Besondere an Linux? Ja, ich kann es selber kompilieren und ich sehe, wie mein System funktioniert und kann jeden einzelnen Schritt für mich auch nachvollziehen. Wer das macht als Anfänger, wird sehr viel lernen, ja, über das Linux-System. Genau, ich habe dann natürlich auch die Möglichkeit, eben so ein kompaktes, sehr kompaktes System zu erzeugen, zu sagen, ich habe nur diese spezielle Anwendung und all die anderen Werkzeuge, die aus so einer Distribution oder mit so einer Distribution geliefert werden, brauche ich gar nicht. Ja, ein sehr kompaktes, sehr sicheres, sehr stabiles System und kann es natürlich eben nach meinen Bedürfnissen anpassen. Das ist natürlich, deshalb natürlich auch äußerst flexibel. Also weil ich hier ganz vorne anfange, gibt mir also wirklich niemand was vor und ich kann mein System so bauen, wie ich es wirklich haben möchte. Wie gesagt, für mich war es so der Hauptgrund, dass ich nach 20 Jahren irgendwann mal gesagt habe, so, ich will jetzt mal Linux from scratch machen. Und wenn du das machst, dann hast du vielleicht auch einen Vortrag, den du dann irgendwo halten kannst. Ja. Genau. Es gibt Alternativen. Ja. Es gibt Distributionen sozusagen, die ein ähnliches Prinzip verfolgen. Das prominenteste ist wahrscheinlich Arch Linux, aber auch ein Gentoo. Die eigentlich auch sagen, wir stellen ja eigentlich nur so einen Baukasten zur Verfügung, du übersetzt dir deine Programme selbst und hast erheblich mehr Kontrolle als eine vollkommen vorgefertigte Distribution. Okay. Ja, genau, warum wurde LFS eigentlich von mir überhaupt realisiert? Das ist halt der Punkt, ich kann die Frage auch mal ins Auditorium stellen. Wer hat denn von dem Projekt vorher schon mal was gehört, bevor er hier war? Genau, fast alle. Ne? Sonst wäre er wahrscheinlich auch gar nicht hier. Ne? Und wer hat es denn schon mal realisiert? Wer hat es dann umgesetzt? Okay, einer, zwei? Ja? Also doch sehr wenig, ja? Graue Vorzeit, okay. Haben, gut. Glaube ich, manchmal an der Zeit, ne? Ich habe das vor bestimmt 10 Jahren schon mal versucht. Ich habe jetzt einen Paketmanager, den Paketmanager des GNU-Projekts mit eigener Distribution und die sind auch von dem Linux from scratch sehr stark beeinflusst. Also der baut auch jedes Paket, kann jedes Paket aus dem Quellcode lokal bauen. Das ist, der verwendet auch die Skriptsprache von GNU. Mhm. Und das ist so von
Okay. Wie ein automatisiertes Linux from scratch. Okay. Wie heißt das Projekt? Es gibt so ein automated Linux from scratch, ist es das? Oder? Nee, das ist von GNU was. GNU Geeks nennt sich. Ah, okay, gut. Da gibt auf GNU.org gibt es eine Liste von Distributionen und da ist das zu finden. Aha, okay. GNU Nix, wie hieß es? GNU Geeks. Geeks, okay. Also einfach auf der GNU Homepage findet man die Link. Vielen Dank. Genau. Ja, genau. Ja, es scheitert ja an Dingen. Zeit, Geld, Motivation, genau. Also das heißt natürlich, wer von den Anwesenden hat gesagt, oh, ich würde es gerne mal machen. So. Ja, genau, es sind dann schon erheblich mehr. Ne? Also genau. Ja, und mir ging es eigentlich so ähnlich. Wie gesagt, ich wollte eben das Projekt mal ausprobieren, Erfahrung sammeln, sehen, wofür es hin, wie läuft es, was passiert, was kann man darüber sagen. Ja. Jeder kann einen anderen Beweggrund anschneiden. Und der Punkt ist natürlich auch noch, was hindert noch, was könnte noch hindern, dieses Projekt anzulaufen. Genau das, ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Ja, wie viel Zeit kostet es, wie komplex ist es, was passiert am Ende, werde ich damit fertig, was kommt raus und so weiter und so fort. Ich denke, dass das so eine Schwelle ist, ja. Also bevor ich damit anfange, weiß ich nicht so genau. War ein Beweggrund für diesen Vortrag. Ja. Eine Frage zum Thema Sicherheit. Man kommt ja immer von einem Schritt zum anderen. Wem man natürlich vertrauen muss, ist dem Compilerbauer. Gibt es da eben von eurer Seite irgendwelche Hilfestellung, dass man vielleicht nicht unbedingt einen russischen Compiler nimmt? Na gut, der GNU ist ja, kommt ja aus dem Projekt C-Compiler. Da gibt es auch vom GNU-Projekt etwas, GNU-MES, also Maxwell's Equations, okay. Software, wo ich eben mit einem ganz kleinen Compiler oder Hex-Assembler anfange, der kleiner 512 Bytes ist oder so. Also dieser Hex-Assembler. Ich brauche also einen Compiler, der in Hex-Assembly geschrieben ist, architekturspezifisch. Also das ist der größte Nachteil, das funktioniert eben erstmal nur auf der x86er Architektur. Wenn ich jetzt Android from scratch machen will, da bin ich gerade dran. Okay. Ich will das Android so patchen, dass es kein Android mehr ist, aber ich eben also sozusagen in Linux from scratch auf dem Smartphone mit Android-Abwärtskompatibilität. Ja. Also, da bin ich gerade dran, langfristigen Versuch, da meine Erfahrungen zu sammeln. Was ich jetzt zum Laufen bekommen habe, ist den GNU-Paketmanager, der ähnlich ist wie Linux from scratch. Ich habe mein Smartphone repartitionieren müssen. Und okay, super. Ja, also sehr schön. Noch eine Frage? Nee. Also genau die Frage. Die Vertrauensfrage ist natürlich nie zu Ende. Irgendwo fragen, kann man dem Betriebssystem vertrauen, nachher, wie es da von euch geliefert ist? Schon, aber kann man der Hardware vertrauen? Kann man dem BIOS vertrauen? Genau. Irgendwo gibt es da immer Grenzen. Irgendwann muss man vertrauen, genau. Ich habe mich neulich mit einem Kollegen unterhalten über Sicherheitsthema und der Punkt ist natürlich. Ich hatte war da vorher auf dem Vortrag das ausgefallene Notebook mit eben Full Disk Encryption und Password Manager. Ja. Und das war auch recht interessant und versuche ich dann auch umzusetzen. Ich habe selber ein Notebook mit, da fehlt der Akku. Wenn da jemand einen Stecker zieht, kommt man nicht mehr dran. Also Full Disk Encryption plus fehlender Akku ist so das Maximum an Sicherheit. Der Punkt ist, der irgendjemand muss man dann vertrauen. Und wie gesagt, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kollegen über Sicherheitsthemen. Und der sagt natürlich zum Beispiel, ja, wenn ich so ein Notebook unbeaufsichtigt lasse und es wurde immer fremd gebootet, kann ich es wegwerfen, ne, weil ich habe unter Umständen keine Kontrolle mehr, was damit passiert ist und was da ist. Ja, irgendwo muss man, ne, vertrauen. Bitte? Oder es explodiert. Ja, genau, wer weiß, was da passiert. Genau, ja, Ziele, die ich verfolgen wollte, ich bin Trainer, ja, es gibt immer den Punkt, dass ich sage, ja, ich hätte ganz gerne eine Doku, die von mir ist, ja, die dann auch wirklich funktioniert, die geprüft ist. Ich muss dazu sagen, ich habe sie jetzt hier nicht veröffentlicht. Wenn man eine E-Mail schreibt, ich kann dann per E-Mail vielleicht verschicken. Es ist aber auch nicht so lohnenswert, weil die Dokumentation vom Projekt tatsächlich zum allergrößten Teil fehlerfrei ist und funktioniert. So eine Erfahrung, die da rausgekommen ist.
wollte natürlich irgendwann ein funktionierendes Beispiel haben. Das heißt, es sollte bootfähig sein und habe dann dieses Image auch teilweise verteilt. Aber das so, hier habt ihr jetzt erstmal eins und könnt starten. Auch das haben wir nicht. Und natürlich, wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, ich habe erstmal ein startfähiges System. Das ist auch so das erste Ziel von Linux auf Scratch. Geh mal das Projekt einmal durch und am Ende hast du ein System, was bootet, mit dem du arbeiten kannst. Von da an kannst du natürlich weitere Projekte verfolgen, zusätzliche Software installieren und dein System entsprechend erweitern, Kernelanpassungen machen und so weiter. Ja, aber das waren so die Eckpunkte, die ich abgesteckt hatte. Genau, jetzt kommen wir schon ein bisschen, wird es ein bisschen konkreter. Es gibt den Begriff des Building in Stages, also man kompiliert dieses letztendliche System, auf dem man arbeiten möchte oder was man erstellen möchte, in mehreren Schritten, ja, in mehreren Stages. Und da tauchen immer wieder ein paar Begriffe auf die möchte ich einfach mal ein bisschen eingehen. Es gibt hier den Begriff des Builds, ja. Das ist also eigentlich der Rechner, auf dem diese Programme erstellt und übersetzt werden. Ja. Letztendlich steht da Host, ja. Und wenn man es hier übersetzen würde, wäre das mein Arbeitsplatzrechner, auf dem ich arbeite, mit dem ich anfange, Linux from scratch zu erstellen und zu bearbeiten. Ja. Auf diesem Bild müssen bestimmte Dinge durchgeführt werden. Dann hat man natürlich irgendwann ein System, auf dem dann diese erstellten Programme ausgeführt werden. Das heißt, wir haben die erstmal kompiliert, dann werden sie in einer bestimmten Umgebung ausgeführt. Eigentlich könnte man sagen, dieser Host ist eigentlich derjenige, der letztendlich dann die Software irgendwann übersetzt für das eigentliche Target. Ja, das ist der Rechner, auf dem dann dieses erstellte Kernel-Image oder auf dem dieses erstellte Projekt dann auch wirklich eingesetzt werden soll. Und da stecken so ein paar Dinge dahinter. Also, da leiten sich so ein paar Sachen ab. Die eine Sache ist, dass ich natürlich auf meinem Rechner oder entsprechend auf diesem Host ein Betriebssystem erstellen kann für eine ganz andere Hardware und für eine andere Architektur, die auf meinem System ja nicht vorhanden ist. Ja, man sagt dazu eben Cross-Compiling. Das heißt, ich muss ja irgendwie ein Betriebssystem erstellen können für, keine Ahnung, irgendeine Kiste, die irgendwo Linux machen soll, ne? Um es mal einfach so zu sagen. Die zweite Sache ist, man entfernt sich eigentlich immer so ein Stück schrittweise von meinem eigentlichen Betriebssystem. Ja? Wir fangen natürlich mit einem vollständig funktionierenden Betriebssystem an. Ja, das müssen wir. Das Henne-Ei-Problem. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass ich erstmal ein System habe, auf dem ich Software übersetzen kann und Software installieren kann, mit dem ich arbeiten kann. Und man entfernt sich dann eigentlich schrittweise, also so in zwei Schritten, von diesem ursprünglichen System zum Target, ja, was dann letztendlich bootet. Der dritte Punkt ist, ich muss es nicht machen. Ja, im ersten Durchlauf wird man sicherlich eine Distribution erstellen, die auf demselben Rechner läuft, auf dem ich auch arbeite. Aber man hätte die Möglichkeit, ja, das ist der Punkt. Und der nächste wichtige Punkt ist noch, ach ja, mein eigentlicher Rechner, den ich mir eingerichtet habe, mit dem ich super arbeiten kann, der bleibt eigentlich über die ganze Zeit erhalten bis zum Schluss. Das heißt, ich kann immer noch Dinge aus dem Internet runterladen, Dokus lesen, nachbessern und irgendetwas machen, weil mein erstelltes System oder eben der Host sich eben sukzessive von meinem Rechner entfernt. Ja, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, den man hat. Oder andersrum gesagt, ich brauche eigentlich nicht unbedingt Angst haben, dass mein System, mit dem ich schon ewig arbeite, hinterher nicht mehr funktioniert. Ja. Naja, man kriegt es auch kaputt, aber man sollte es nicht tun. Genau. Ja, in der Doku, in der Linux from Scratch Doku, wird diese Sache ein bisschen ausführlicher beschrieben. Ich habe versucht, ein bisschen zu kürzen. Aber man hat hier diese drei Stages sozusagen oder diese drei Komponenten. Man hat den Build, man hat einen Host und einen Target. Target ist eigentlich dann hier LFS. Ja, und im ersten Schritt würde man sagen, ich bin auf meinem Rechner unterwegs, ich erstelle für den Host, für PC, also für meinen Rechner, diese Software und ich will natürlich irgendwann zum LFS kommen. Ja. Ich benutze einen C-Compiler, der auf meinem Rechner installiert ist und erstelle aber einen neuen C-Compiler, der dann in der nächsten Umgebung verwendet wird, um das endgültige System zu erstellen.
Ja, das ist dann der zweite Stage. Bin immer noch auf dem PC. Ich arbeite aber schon mit diesem temporären System. Erstelle dann natürlich die Software komplett für dieses LFS, also für mein Target. Und der letzte Schritt ist natürlich dann, irgendwann läuft mein System und ich baue mit diesem System, was dann grundsätzlich erstmal arbeitet, mein komplettes System auf. Das ist so eine Sache, es ist ein bisschen einfacher, wenn man es eben mal durchgespielt hat. Ja? Das ist der Punkt, wo man sagt, ah, okay, jetzt passiert das. Dann ist es ein bisschen eindeutiger. Wenn es hier in so einer Übersicht kommt, klingt es vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Aber ja, nur Mut, kann ich da sagen. Ja, wie läuft es ab? Ja, wie läuft diese ganze Geschichte ab? In mehreren Zwischenschritten. Das heißt, erstmal hat man eine relativ Dinge zu tun für die Vorbereitung. War eine Frage irgendwo? Nee. Das heißt, ich muss mein System erstmal dafür vorbereiten, dass ich eine Partition habe. Also das Prinzip ist eigentlich, dass man sagt, ich mache mir eine eigene Partition, auf der ich das System erstelle. Ich brauche natürlich die Werkzeuge, um kompilieren zu können. Von Distribution zu Distribution natürlich unterschiedlich, aber ich muss natürlich einen Compiler haben und loslegen können und Software kompilieren können. Und man richtet dann diese Umgebung ein, die ich letztendlich dafür brauche. Also ich muss natürlich die Partition mounten, ich muss bestimmte Variablen setzen, Benutzer anlegen, die ich brauche und solche Dinge. Ja. Die sind aber, wie gesagt, definitiv Schritt für Schritt bei Linux from Scratch erklärt. Ja, das ist wirklich sehr schön gemacht. Wenn ich soweit bin, kann ich loslegen und sagen, ich mache den ersten Schritt zum Cross-Compiling. Ich installiere so eine initiale Toolchain, heißt es. Also ich erstelle mir eine Umgebung, mit der ich erstmal kompilieren kann, ja, temporär, die erstmal so weit arbeitet und sagt, du kannst Software kompilieren. Und die erzeuge ich natürlich mit den gerade runtergeladenen Werkzeugen. Und dann habe ich hier praktisch so eine ganz minimalistische Umgebung, mit der ich dann wirklich neu kompilieren kann. Bin dann hinterher vom Hostsystem eigentlich erstmal ein Stück isoliert. Weil der nächste Schritt ist, ich wechsle in eine Change-Root-Umgebung. Da ist irgendwas schiefgegangen, aber gut. Und das heißt, ich wechsle dann in dieses Verzeichnis mit meiner Wurzel. Bin vom System, von meinem eigentlichen System unabhängig. Mit dem kann ich nach wie vor arbeiten. Und hier wird dann sozusagen erstmal so ein Linux from Scratch System kompiliert in zwei Schritten. Ja, erstmal nochmal ein paar Werkzeuge dazu, letztendlich das komplette System. Ist das fertig, muss man nochmal an die Konfigurationsebene, alle möglichen Dinge. Ich brauche eine Benutzerliste, ich brauche bestimmte Konfigurationsdateien für Zeitzone, Sprache und alle möglichen Dinge. Es ist nicht so viel, ja, so eine Handvoll Konfigurationsaufgaben, die man erledigen muss. Dann wird ein Kernel kompiliert. Ich sage gleich nochmal was dazu. Kernel ist ja Hauptteil unseres Betriebssystems und soll natürlich funktionieren, unsere Hardware unterstützen. Und letztendlich nimmt man sich einen Bootloader und sagt, ich muss natürlich dafür sorgen, dass dieser Kernel dann auch startet. Ja, dann kommt der große Reboot. Man sagt also, ich starte mein System und ich versuche natürlich dann, dieses neu erstellte System zu starten. Ja, der Eintrag sollte dann da natürlich in meinem Bootloader-Menü auftauchen. Und man hat hier eben immer noch den Punkt, dass man sagt, klappt es nicht, kann ich immer noch mal mein ursprüngliches System starten. Ne? Genau. Was sind eigentlich so die was sind so die Hauptaufgaben, was kostet am meisten Zeit, was ist vielleicht am kompliziertesten? Diese Werkzeuge zu kompilieren, ist erstmal eine ganze Reihe. Ja, sollte man nicht unterschätzen, es ist eine ganze Menge Zeug, was man braucht. Der C-Compiler spielt natürlich eine große Rolle und der kostet auch eine gewisse Zeit. Ja, das braucht eine Weile, bis der übersetzt ist. Und ich sage mal so, eine Kernkomponente ist natürlich der Kernel. Also bei Linux from Scratch gibt es eine Anweisung, dass man sagt, ja, du kannst erstmal sehr schnell, sehr einfachen Kernel kompilieren, der dann auch booten wird. Aber im Beweggrund könnte natürlich auch sein, dass ich einen Linux from Scratch mache und einen ganz speziellen Kernel konfigurieren und erzeugen möchte, der
nur auf meiner Hardware läuft und bestimmte OVM übernimmt oder nicht übernimmt. Ist definitiv ein zweiter, weiterer Schritt. Ja, läuft mein System erstmal so weit, dann kann ich mich natürlich irgendwie dran machen und sagen, ich passe den Kernel dann nach meinen Bedürfnissen an. Das ist eigentlich nicht das Ziel dieses ersten Durchlaufs, ja, so einen tollen, angepassten Kernel zu haben. Ja gut, ne, also so der ganz grobe Ablauf. Ich hoffe, dass das ein bisschen deutlicher geworden ist. Und dann ist natürlich der Punkt, naja, also es kostet ein bisschen Zeit. Wie viel, sage ich nachher nochmal. Die Frage ist, wie kann ich dann vielleicht ein bisschen Zeit sparen, wenn ich mir die Anleitung angucke. Und was kostet so, waren so meine Erfahrungen, ja, was kostet unter Umständen Zeit. Und der eine Punkt ist natürlich regelmäßige Backups. Ja, tatsächlich nicht vergessen, ja, auch wenn man sagt, es ist ja nur Software und ich kann die ja kompilieren, aber wenn ich einen halben Tag gearbeitet habe und irgendwas schief geht, ist es toll, wenn ich irgendwie einen Snapshot habe und wieder zurück kann, ja, und nochmal ansetzen kann. Klar, das nutze ich schon seit vielen Jahren. Ich benutze BTRFS und da kann ich ja relativ einfach Snapshots machen und ja, genau, zum Beispiel. Da mehr einzelne Dateien oder auch das, ja, Ding, genau, dann auch. Das ja. BTRFS ist wirklich da sehr praktisch. BTRFS würde gehen, super. Genau, ehrlich gesagt, ich habe es beim ersten Durchlauf auch auf einer virtuellen Maschine gemacht und habe einfach die virtuelle Maschine gesnappt. Ne? So, ja. Und auf dem Weg. Also, ist auch ein einfacher Weg, weil ja. Virtualisierungssoftware auch QEMU, QCOU2 hat es. Genau, die können auch Snapshots, genau. Und mein Gedanke war eben auch noch, dass ich sage, ich will es ja nur eben mal durchlaufen, ja, und ich will mich mit Hardware-Problemen und mit dem, was dann alles nicht laufen kann, so erstmal gar nicht auseinandersetzen. Ja, das war noch ein bisschen faul, feige. Aber ich dachte, ja, eben mal durchlaufen, virtuelle Maschine, hinterher habe ich vielleicht ein Image, was neu gestartet werden kann. Genau. Dann Tests auslassen steht hier, ist vielleicht nicht die gute Idee, aber beim Übersetzen von Programmen wird natürlich der Quellcode in binär übersetzt, dann wird dieses Programm auch an die richtigen Stellen installiert. Vorher, vorm Installieren, kann man einen Test durchführen oder verschiedene Tests durchführen. Die sind in den Werkzeugen oder in den Projekten hinterlegt und man sagt dann, ja, bitte teste mal. Ist sicherlich sinnvoll, ja, kann auch nicht schaden. Ja, man ist dann sicher, dass die Software auch wirklich funktioniert. Meine Erfahrung ist dann so ein bisschen gewesen, ich kann sowieso nicht davon ausgehen, dass alle Tests funktionieren. Also steht dann noch immer mal in der Doku, ja, das wird nicht klappen und da wirst du Fehlermeldungen bekommen und die können wir nicht beheben. Und der zweite Punkt ist, die dauern auch eine ganze Weile. Ja? Und manchmal ein Vielfaches als die Zeit, die man zum Kompilieren braucht. Ja? Und da waren so Punkte, wo ich dann manche Tests dann auch abgebrochen habe, gesagt habe, na okay, das muss jetzt weiterkommen. Und wenn es so ein etwas kleineres Projekt war oder so, wo ich gesagt habe, ja okay, er hat es jetzt kompiliert, ich konnte es installieren, ich kann es auch aufrufen und es läuft, ja, boah, was soll ich da noch viel testen? Ja, also einfach ein Punkt, um Zeit zu sparen. Nicht als Empfehlung, spart alle Tests, aber wenn man sagt, ich will da jetzt erstmal durch und fertig werden, das ist vielleicht eine Idee. Natürlich auch unter dem Aspekt, dass man sagt, ja klar, ich habe mir jetzt den Test gespart, damit ich erstmal ein lauffähiges System habe, hindert mich ja nicht daran, später dieses Projekt nochmal zu kompilieren und dann zu testen und dann weitere Dinge zu tun. Ja, so. Genau, dann nichts löschen. Ja. Naja, das erhöht zwar den benötigten Speicherplatzbedarf, und der ist ziemlich erheblich. Also bei Linux from Scratch steht so was von 10, 12 GB. Wenn man nicht löscht, dann sind es doch eher 15, 20, weil es kommt eine Menge Zeug zusammen. Und von dem Zeug wird natürlich, bevor das System fertig ist, vieles wieder gelöscht, ja, an verschiedenen Stellen. Ist natürlich ein Punkt, klar, dann brauche ich nicht so viel Speicherplatz. Am Ende ist mein System auch sauber und aufgeräumt. Nachteil ist, geht nochmal irgendwas schief, ich muss nochmal zurückrudern, muss ich es natürlich nochmal nachladen. Also ich hatte mich dazu entschlossen zu sagen, alles, was hier steht, von wegen löschtet mal, habe ich eigentlich nicht getan. Habt ihr da zum Thema Nichtlöschen, benutzt ihr da gerne Versionsverwaltungssysteme wie Git oder Subversion oder so? Da wird ja letztens auch normalerweise nichts physisch gelöscht, sondern nur als gelöscht markiert. Ja,
Richtig, also die Frage war, ob Git verwendet wird, um eine Versionskontrolle zu machen. In dem Fall halt nicht so, weil es geht um die Binärprogramme und die hat man nicht mehr in der... Ja, die kriegt man auch rein. Aber gut, egal. Aber da kriegt man diese, kriegt man nicht so hin, dass man sagt, wir haben da so ein Rollback irgendwie. Ne? Das funktioniert da nicht richtig. Und der zweite Punkt ist, so weit sind wir ja noch nicht. Ja, wir werden da kein Git haben, was läuft. Das ist noch so ein Punkt. Genau, und dann kann man sich natürlich auch Gedanken darüber machen und sagen, vielleicht kann ich es beim nächsten Mal vereinfachen, automatisieren. Man wird feststellen, dass man immer wieder gleiche Arbeitsschritte durchläuft. Und es gibt schon eine Download-Liste, ja, wo alle Quellen drinstehen, die heruntergeladen werden müssen. Kann man schon in einem Zug abarbeiten. Wenn man sich zum Beispiel noch so ein kleines Skript schreibt, was diese Dateien dann auch gleich entpackt, ja, und vielleicht auch die Prüfsumme mit runterlädt und prüft, dann könnte man die alle in der Schleife durchlaufen lassen. Ich habe die Sachen manuell gemacht, ja, mal manuell runtergeladen und manuell entpackt und so. Und da findet man Einsatzpunkte oder Ansatzpunkte, wo man sagt, beim zweiten Mal kann ich die Sache optimieren, ja, kann mir ein bisschen Arbeit sparen, kann die Sache einfach ein bisschen schneller abwickeln. Und dann, ja, wie gesagt, man will natürlich nicht wochenlang daran sitzen, ja, das ist natürlich der Punkt. So, die zweite Sache, was natürlich passieren kann, ist, dass ich versuche, ein Projekt zu übersetzen und es funktioniert nicht. Ja, übliche. Aus irgendeinem Grund geht es nicht. Was mache ich? Ich habe zum Beispiel so eine Dinge gehabt und bin aus der Nummer rausgekommen, indem ich einfach gesagt habe, okay, löschen das Kompilierverzeichnis, nochmal neu entpacken, nochmal von vorne anfangen und aus irgendeinem Grund ging es dann. Sicherlich ein bisschen Magie, irgendwie, Zauberei, aber hat manchmal geholfen. Manchmal hat geholfen, das Paket nochmal runterzuladen. Was ganz merkwürdig ist, aber okay, auch das ging. Und es gibt für diese Projekte oft alternative Download-Seiten. Und da war manchmal so ein Punkt, dass ich dann eine andere Download-Seite gefunden habe. So, okay, dann lädst du es von da runter. Und dann ging es eben auch. Ob da wirklich die Ursache drin steckt, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Und dann Leute dann eben das Downloaden und ich weiß, dass meine Distribution die Source Downloads cache. Ja. Also muss man auch gegebenenfalls den Cache löschen. Ja. Genau, also wie gesagt, klingt ein bisschen mystik, aber ist ja keine exakte Wissenschaft, was wir machen. Ja? Das gibt ja. Genau. Dann hat mir manchmal geholfen, dass ich gesagt habe, naja, okay, also was Linux from scratch gerade schreibt, funktioniert nicht. Ich gucke mal, was schreibt dann das Projekt. Die haben eine Install oder eine README drin und sagen, wie sind wir denn zu installieren. Und tatsächlich hat das dann auch manchmal geholfen. Da sind dann andere Schritte beschrieben und die gingen dann. Und naja, wenn es überhaupt nicht geht, kann man natürlich sagen, ich lasse die Sache erstmal aus oder verschiebe die nach hinten, übergehe die. Es gibt natürlich Abhängigkeiten bei diesen Paketen, aber nicht jedes Paket hängt von irgendeinem anderen Paket ab. Ne? Also das heißt, kann durchaus ein Werkzeug sein, was ich erstmal gar nicht brauche, ja, bis mein System am Ende läuft. Kann es auch sein, dass das Problem nur auf dem Host auftritt, später aber auf dem Target nicht. Dann wird es vielleicht sogar vergebliche Liebesmühe, sich da auf dem Host tot zu machen, um den Fehler genau zu finden. Ja, also die Frage war, ob dieser Fehler dann vielleicht erst im fertigen System auftritt oder sich auswirkt oder auf dem fertigen System dann nicht auftritt und durchaus, definitiv. Ja, und natürlich auch immer das Ziel nicht aus den Augen verlieren, weil ich will ja erst mal ein System haben, was ich starten kann und was läuft. Ja, und wenn ich hier an einer Stelle so eine Problematik habe, dann kann ich die vielleicht später in Ruhe lösen und hänge nicht in diesem Fortschritt fest. Ne, so. Also das sind so meine Tipps und meine Erfahrungen, die ich geben kann. Ja, was macht man, wenn es eben nicht so läuft, wie geplant? Auch keine Panik davor. Also es sind schon ein paar zig von diesen Projekten, die man kompilieren muss. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe eine Zahl von 80 im Kopf. Und diese Probleme sind bei 3 oder 4 aufgetreten. Ja, also man muss nicht damit rechnen, dass man die Sachen nicht kompiliert kriegt oder so.
gibt natürlich eben immer mal Probleme. Ja. Naja, okay. Irgendwann habe ich mein System, läuft, startet, bin froh. Was kommt danach? Ja. Und wie gesagt, eine Sache wäre natürlich, dass man sagt, ja, ich habe es ja eigentlich gemacht, um einen bestimmten Kernel an den Start zu bekommen mit bestimmten Eigenschaften. Das kann ich dann natürlich pflegen und tun. Ich kann mich natürlich um so eine Dinge kümmern wie den System D. Also in der ersten Installation startet der noch mit Init 5. Ein bisschen altbacken, sagen wir mal im Moment. Aber System D ist ein bisschen komplexer, da kann man natürlich einpflegen. Wenn ich will, eine grafische Oberfläche, wenn ich das brauche und machen will, also ein Desktop-System kompiliere. Wenn ich natürlich mein Linux from scratch kompiliert habe, weil ich einen bestimmten Server betreiben will, kann ich den natürlich auch übersetzen und installieren. Und es gibt noch so ein Thema Security. Das ist nicht so wichtig. Ne? Aber da gibt es natürlich noch einiges zu tun und dann könnte man natürlich sehen, was da noch zu machen ist. Und die Frage würde natürlich kommen, dass man sagt, naja, wird das dann irgendwo beschrieben? Ja, es gibt ein Projekt, heißt Beyond Linux from Scratch, setzt sich genau mit diesen Themen auseinander. Ja. Wie kriege ich eine grafische Oberfläche zum Starten? Wie kriege ich vielleicht ein LibreOffice installiert oder Apache Server oder auch einige von den Security-Werkzeugen und so weiter und so fort. Genau, ein zweites Projekt ist Automated Linux from Scratch. Habe ich selbst nicht ausprobiert, ja, bin nicht hingekommen. Habe ich mal ausprobiert vor 10 Jahren, aber ich bin da jetzt auf ein Projekt gestoßen, das ich finde, ist einfacher zu bedienen als das Automated Linux from Scratch. Okay. Und ich versuche eben die fehlenden Teile, gerade auch auf dem Smartphone, wo ich ja schon lebe, was ich festgestellt habe, dass der Android-Kernel kein System D kann. Okay. Oder dass eben den Einsatz von Distributionen, die den System D erwarten, sehr erschwert. Aber ich habe es geschafft, hier auf meinem Handy heute den Apache-Server zum Laufen zu bekommen und konnte mich auf dem Browser mit dem Apache-Server verbinden. Und da habe ich den Glue-Code zwischen dem Ubuntu-Derivat und dem Android, den habe ich vom Scratch geschrieben, ja. In 2 Tagen, das hatte ich. Cool. RootFS hatte ich schon vor Monaten entpackt, aber jetzt dieser letzte Schritt, dass ich da das in einem Programm da starten kann, bevor ich die komplette grafische Oberfläche, ich versuche es dann nochmal mit dem Droidian-Kernel, dass ich den mal vom Scratch übersetze und dann auf meinem Handy starte. Und dann eben ein komplettes Android von Scratch wäre auch mal interessant, wie sich das von einem anderen System, das kein Android unterscheidet. Ja, sicher, definitiv. Ja, aber sehr schön, also dass man dann Leute hat, die doch recht fortgeschritten sind und dass du trotzdem hier bist. Ja? Also, dann könnte ich wüsste schon alles, aber... Ich habe es halt mal versucht vor 10 Jahren, deswegen wollte ich mir das anhören. Ja, genau. Gut, also wie gesagt, es gibt Projekte, die weiterführend sind und man will natürlich auch weiterkommen, weil man natürlich sagt, ich mache es ja für einen bestimmten Zweck. Ne? Genau, ja, welche Erfahrungen habe ich denn so rausziehen können? Tatsächlich reichen eigentlich Linux-Grundkenntnisse, wenn man anfängt. Also man sagt, ja, ich weiß, was eine Konsole ist und ich kann da die wichtigsten Befehle und kann eigentlich damit arbeiten, dann bekommt man auch eine Software kompiliert, dann kann man auch die Programme installieren, man kann alle anderen Schritte nachvollziehen und man wird je nach Level der Vorkenntnisse natürlich unter Umständen auch noch eine ganze Menge lernen. Genau, ja, also kann passieren, wenn man natürlich schon Linux-Guru ist, wird man sagen, ja, das ist ein alter Hut, war mir klar, ich muss es nur machen. Die Anleitung Linux from Scratch passt soweit, ja, wie so von ganz wenigen Punkten, wo man sagt, naja, da habt ihr euch ein bisschen vertan. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Projekt, was an der Stelle, wo es stand, nicht kompilierbar war, was erst viel, viel später ging, war schlicht und ergreifend ein Zahlendreher in der Nummerierung. Ja, so irgendwie statt 72, 27 oder sowas. Ja, genau. Aber im Großen und Ganzen passt es. Zeitbedarf. Also man kriegt nicht am Samstagnachmittag hin, wenn es regnet. Ja, es ist eine ganze Menge zu tun. Ich habe da mal 3 bis 5 Tage hingeschrieben,
Wobei das natürlich so eine Sache ist mit den Tagen, heißt das 24 Stunden oder 8 Stunden oder nur 2 Stunden nach der Arbeit. Also ich sage mal so von einem 8-Stunden-Tag. Ja? Und ich will mich da auch gar nicht so festnageln, ob es nun 3 oder 5 oder 6 oder 7 Tage sind. Aber man schafft es nicht an einem Tag und an einem Wochenende. Ja, es ist, ja, ja. Ja, genau, also. Ich kann an dem Wochenende sehr früh Zug fahren und da gucken, was ich im. Ja. Ich will noch keine Linux vom Scratch, aber ich werde mir vielleicht mal die Anleitung da. Man muss im Zug aber auch das Internet funktionieren halt. Ne? Genau. Ja, wenn ich das, die Anleitung kann man dann ja vielleicht auch mal offline verfügbar machen. Also ja, genau. Genau. Und wie gesagt, diese Zeit nicht unterschätzen. Ja, nicht, dass man da unter Druck gerät. Das ist mir tatsächlich ein bisschen passiert. Ich habe es vollkommen unterschätzt, dass es 80 Pakete sind, die zu kompilieren sind und die dann einfach auch mal eine Weile dauern. Also ich habe dann wirklich am letzten Abend vor dem ersten Vortrag noch gesessen und denke, das muss noch werden. Ja. Ging. Also es gibt Schlimmeres, aber naja. Okay. Quellen und Links, natürlich Linux from scratch mit entsprechenden Unterseiten. Fragen. Ja. Wie macht man das mit Updates? Ja. Wenn ich diese schönen 80 Pakete habe, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, im Laufe eines Jahres muss ich mindestens eines davon, jedes davon mindestens einmal anfangen. Ja. Ich habe jeden Tag damit zu tun. Ja, genau. Das ist der Nachteil. So eine komfortablen Werkzeuge wie eine Paketverwaltung, automatische Updates, Rolling-Updates oder irgendwie, was man alles bei Distributionen heutzutage dann hat, kann ich nicht erwarten. Das ist nicht da. Ja, viel Handarbeit. Viel Pflege. Deswegen gibt es ja das GNOME-Pro, dieses Geeks-Projekt, was genau vom Gedanken her wie das Linux vom Scratch ist, außer dass du noch Updates hast. Ja. Okay, noch 2 Fragen. Nö, kommt ja keine mehr. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war informativ. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke.